Oh, hallo Leute! Ich verstecke mich hier, damit mich keiner erkennt und ich keine Probleme kriege mit den Arbeitsgebern oder mit der Gesellschaft. Deck mein Gesicht, Chibi. Shiba, du machst das schön doch. Ja, brave Shiba. Spaß beiseite, ist mir ziemlich egal, wenn ich wegen solchen Videos meinen Job verliere, sei es drum. Wenn ich wegen solchen Videos ein paar neue Jobs nicht kriege, sei es drum. Es muss echt sein, es bleibt echt, ich bin echt. Oder auch nicht echt, vielleicht bin ich gefälscht, wer weiß das schon. Auf jeden Fall in dem Video geht es auf jeden Fall weiter von der Story, die wir letztens begonnen haben, mit den Aufenthalten und so weiter und so fort. Ich werde über eine wichtige Beziehung in meinem Leben reden. Teilweise, ich werde schauen, dass ich mich da zurückhalte. Ich weiß, viele sagen jetzt, halte dich nicht zurück, aber möchte nicht, dass das zu sehr wirkt, als wäre ich hier auf Partnersuche. Das bin ich hier nicht. Auf keinen Fall. Also, Frauen können natürlich immer Männer anschreiben und es versuchen. Ja, finde ich sogar cool. Versuchen kostet ja nichts, oder? Aber darum geht es mir hier mal nicht. Also, du gleich wieder weg von dem Thema. Ansonsten, ich habe gerade zuvor, vor 20 Minuten meiner Zeit hier, ein Video über meine Gewichtsabnahme von 150 Kilo auf 117 Kilo geschrieben, gemacht. In dem Video, wenn alles klappt, wird das jetzt da oben da irgendwo so mit so einem Rufzeichen eingeblendet. Oder auch nicht. Mal schauen, ob es klappt. Dort seht ihr Vorher-Nachher-Bilder von mir. Ich rede auch da, erfahrt auch wieder einen großen Teil über mich, was ich jetzt nicht immer unbedingt wiederholen möchte. Und zwar geht es dann, erzähle ich, dass ich über viele Themen gut diskutieren kann und mich freue, also nicht so im Online, im Internet, das sage ich eh dazu. Aber ob man mit mir über den Dreischluchten-Staudamm, über die Ökologie Österreichs, über Wirtschaft oder über den Geschmack von Kommi diskutieren kann. Amerikanische Politik, China-Taiwan-Problem, bla bla bla. Überall ein bisschen allgemein Wissen. Erfahre immer gern Neues und diskutiere irrsinnig gern, aber mit Freunden und Bekannten und nicht so gern Internet oder hier in den Kommentaren. Lasst das lieber. Da kommen nur Streits raus, darum will ich da auch keine richtigen Videos dazu machen, weil sonst, ja, dann streiten wir alle miteinander, das sind ja alle bekloppt. Ihr natürlich nicht, das sind die anderen, ja. Jo, also würde mich freuen, wenn ihr vorher das Video anschaut, was ich vorher gesagt habe. Und dann machen wir hier weiter. Ich habe jetzt nicht nochmal geschaut, was ich im Vorvideo gesagt habe, ich weiß noch ungefähr ein bisschen was. Aber ich kann mich einfach nicht reden hören. Das ist schrecklich. Ich werde mich noch daran gewöhnen, aber ich bin der Meinung, ich habe die schlimmste Stimme der Welt. Ah, jetzt werden ein paar was anderes sagen. Gut, was ich noch sagen wollte, ist nett, wenn man mir, also es ist jetzt nicht unbedingt YouTube, das kommt überall, schreibt so, ja, du bist so arm und ich hoffe, es wird wieder besser und so. Alter, nein, bin ich nicht. Es gibt Leute, die sind viel schlimmer dran. Ich habe einen Job und gearbeitet. Ja, ich habe Ausfälle. Wurscht. Ich wohne allein in Wien. Eigene Wohnung, also gemietet. Aber habe ich. Ich habe zwei Katzen. Die leben auch noch. Also ich kann mein Leben selber regeln, ja. Bin nicht abhängig. Ja, manchmal hole ich mir Hilfe. Aber die hole ich mir dann auch. Da weiß ich schon wo und wie und was. Und es gibt auch schlechte Phasen. Ja, mei. Aber Mitleid, also so starkes Mitleid brauche ich nicht, ja. Ich sage trotzdem danke, vielmals, lieb von euch. Ist aber echt nicht nötig. Also ich bin auch nicht da so, oh, schaut mich an, wie arm ich bin. Oh, schaut's mir, das sind andere Leute. Oh, da werde ich dann nochmal ein ganz kurzes Video, glaube ich, aufnehmen. Aber das sage ich jetzt hier mal dazu, falls ich doch keins aufnehme. Triggerwarnungen gibt es bei mir nicht, ja. Wenn jemand gefährdet ist, sein Leben künstlich zu verkürzen, sollte er solche Videos so und so nicht schauen. Nicht nur meine nicht, sondern allgemein nicht. Geht's aus dem Internet aus. Weil triggern kann euch alles. Also, und ich weiß nicht, was euch triggert. Also soll ich jetzt vor jedem Wort, was ich sage, Triggerwarnung, ich rede jetzt über Herz. Triggerwarnung, ich rede jetzt über Essen. Triggerwarnung, ich rede jetzt über das Küssen des Asphalts auf der Autobahn. Was ihr da für Umschreibungen sucht. Ja. Nee, bitte aufpassen, seid vorsichtig, wenn ihr da gefährdet seid, dann geht's aus dem Internet raus. Wenn man schon so überreizt ist,
Alter, hört's auf damit. Auch die Leute, die ununterbrochen in solche Videos gucken oder in Foren oder Facebook-Gruppen ununterbrochen sich das, sorry, dass ich das jetzt so sage, das soll keine Abwertung sein, das ist einfach meine Ausdrucksweise, jammern, ununterbrochen jammern. Diesen Leuten geht's wirklich schlecht und sie tun mir irrsinnig leid. Aber wenn ihr euch das ununterbrochen anhört und selber ein Problem habt, glaubt ihr, dann wird euer Problem besser, ne, es wird schlechter. Das habe ich selbst gemerkt, ich habe selber mal Angst, nein, danke, hat die Seite gibt sogar noch, wieder nicht mehr gewartet. Und auf Facebook eine 7800 Leute Seite und einige Gruppen gehabt. In dem bin ich jetzt nicht mehr, also da ich mich aussperren lassen von meinen eigenen Admins, weil in den Phasen, wo es mir schlechter ging und auch ein bisschen Alkohol ins Spiel war, wird übrigens bearbeitet im Video Abnehmen, Alkohol. Ja, schneide ich so nebenbei an. Ja, und ich habe gemerkt, das wird immer, ist mir schlechter gegangen, darum musste ich das reduzieren. Es gibt auch immer noch in Wien eine Selbsthilfegruppe, aber die erwähne ich jetzt nicht genau wo und wie, weil die ist voll. Die ich selbst gestartet und gegründet habe und den Raum gesucht habe. Ein Hilfswerk zum Beispiel ist das. Die helfen einem immer weiter, da habe ich nichts zahlen müssen, um den Raum zu kriegen. Also kein Schlüssel für das Ding. Ja, das wurde mir dann zu viel. Ein guter Freund hat das dann, leitet die Gruppe an. Ich meine, jetzt statt mir und ich bin da raus. Also da Dings, ja, auf meine Seite habe ich noch Zugriff, auf die Homepage habe ich noch Zugriff. Tue ich ganz ein bisschen was, aber halte mich auch stark zurück. Ich helfe irrsinnig gern Leuten. Also das ist auch ein bisschen ein Problem, wieso es dann finanziell nie so gut ausschaut. Oder ich meine, komm durch. Aber wie ich schon mal erwähnt habe, ich habe allein ins schneller gesund werden über 15.000 Euro gesteckt, wo ich noch 7.000 Euro Kredit abzahlen darf. Aber ich kann mir immer noch das Rauchen leisten. Also so schlecht geht's mir nicht. Und was gibt's denn da noch dazu zu sagen? Ich habe schon wieder einen Faden verloren. Leute von heute. Oh Gott, das schaue ich blatt aus. Das seht ihr dann in Abnehmvideo. Ganz so schrecklich wie auf dem Bild schaue ich nicht aus. Naja, vielleicht schon. Leute, ich habe so den Faden verloren, das ist ein Wahnsinn. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal mehr, worüber ich gerade geredet habe. Es kommt gleich wieder, das ist nur so ein kurzer natürlicher Aussetzer. Ja? Das ist jetzt nichts streng Psychisches, das passiert jedem mal, oder? Alkohol habe ich kurz angeschnitten, bla bla bli, blo blo blo. Heute bin ich ein bisschen besser drauf, das sagt man eh. Ich finde jetzt gerade den Faden nicht, also ich hoffe, die Information hat gereicht, die ihr bekommen habt. Meine Gruppen und so, und dass ich raus bin und der Dings und gern Leuten helfen und deswegen finanzielle nicht immer perfekt dastehe. Ja, das ist so mein Ding. Therapeuten sagen dann meistens, ja, ich verstecke mich, damit ich meine eigenen Probleme nicht behandeln muss. Aber andererseits, ich verbringe auch Monate oder so alleine und komme auch nicht weiter. Also ich fühle mich ganz wohl, wenn ich Leuten helfen kann. Ah, das muss auch passen, ja. Kann nicht so jeden, der daherkommt und sagt, ihr braucht Hilfe, Dings. Ich meine, ich werde nie sagen, oder schleicht dich oder sowas. So bin ich nicht. Nur wenn mir wer deppert auf der Straße angeht, da geht er einen Tuck auf Guck, ne? Ein Spaß, ich hau keinen. Wehren kann ich mich schon, aber hauen tue ich kann. Ja. Leute, ich hab's gerade mit den Fäden. Lange Rede, kurzer Sinn. Gar keinen Sinn, vielleicht einen Sinn. Gehen wir weiter. Machen wir mal die Story weiter. Jetzt habe ich das am Anfang vergessen, ich erwähne es nochmal. Schaut es in die Beschreibung, immer, regelmäßig, weil die kann sich ändern. Ich werde versuchen, weil ich ja hier doch ein bisschen durcheinander laber. Ich werde wahrscheinlich die Zeit nicht dazu schreiben, aber ich werde versuchen, so ein bisschen ein Inhaltsverzeichnis, so erst war dieses Thema, dann war dieses Thema, dann war dieses Thema, damit sie vielleicht doch ein bisschen durchsetzen kannst. Obwohl ich sehr froh wäre, wenn ihr alle Videos, wirklich alle, außer die Let's Plays, komplett schauen würdet, also wenn es euch interessiert, weil manches sage ich, manches wiederhole ich nicht, manches wiederhole ich 10.000 Mal. Und wenn ihr so ein bisschen einen Gesamteindruck wissen wollt, also von den 10%, die man über Internet überhaupt bekommen kann,
dann ja, schaut es das an. In einem Pferdevideo zum Beispiel erkläre ich, was mit denen, wieso ich gerade am Land bin, bei meinem Vater und so weiter. Das erkläre ich manchmal so nebenbei. Jo. Gut, gehen wir jetzt die Story weiter. Ein bisschen und schauen, dass wir zu einer Beziehung kommen, was wahrscheinlich einige interessiert. Wenn sie dann hören, was ich zu sagen habe, interessiert das niemanden. Schauen die Hände fett aus in dem Video, die sind nicht so dick, ja. Und ich reiße auch nicht dauernd den Kasperl auf. Ja. Ich mache nur jetzt, fühle ich mich gut und so ein Video ein bisschen Spaß machen. Also die letzte Story war ja, wie alles begann sozusagen. Also Schmerzen, Bandscheibenvorfall, erster Psychiatrieaufenthalt, was ich glaube ich nicht dazu gesagt habe, dass in dem Psychiatrieaufenthalt die über ein Jahr andauernden Schmerzen plötzlich weg waren. Ich führe das, prüft sie Fakten, das ist bitte jetzt nicht Selbstversuch oder so. Auf das Medikament Lyrica, war der Markenname, jetzt ist es Pregabalin, die Generika, zurück, weil das wird auch in der Schmerztherapie eingesetzt und aus dem, es war dann plötzlich weg. Entweder weil die Nerven ein bisschen desensibilisiert wurden oder weil es einfach nur noch eingebildeter Schmerz war. Klingt jetzt blöd, eingebildeter Schmerz, psychischer Schmerz, Leute. Wer glaubt, er kann unterscheiden, ob das eingebildet ist oder nicht und sagt, nein, mein Schmerz, der ist echt, der ist nicht eingebildet. Es fühlt sich exakt gleich an. Es gibt keinen Unterschied. Wenn du dir jetzt das Schienbein anhaust oder da aufs narische Bein haust, wie man bei uns so schon sagt, so was dir da beim Knie, wo dann ah, so richtig weh tut. Ja, psychisch kann sich exakt gleich anfühlen. Da ist nicht kein einziger Unterschied. Ihr könnt das nicht selber sagen, ob das psychisch oder nicht ist. Keine Chance. Also sollte der Schmerz dann mal psychisch werden, weil der Körper merkt sich das und kein Arzt, nachprüfen. Und es kann sein, dass dann der Schmerz weitergeht, obwohl die Ursache gar nicht mehr da ist. So wie dieses Phantomschmerz, wenn man kein Bein mehr hat oder so. Ich hab noch eins. Gut. Ja, dann habe ich darüber geredet, dass ich nach dem Psychiatrieaufenthalt ein Jahr beschwerdefrei war. Also fast vollkommen. Ich habe die Medikamente, das muss ich schon sagen. Ja, da kommt eine Katze. Mich, mich, mich. Mich, mich. Eigentlich heißt sie Isis, ja. Nach der Göttin, ja. Aber Schmischmi ist die Abkürzung. Schmischmischmi? Ja. Brrr. Lass mich kurz denken, mein Fadenverhältnis ist gerade echt mies. Fadenverhältnis? Gibt es dieses Wort überhaupt? Ja, beschwerdenfrei, aber mit Medikamente. Gearbeitet, nicht ein Krankenstand in 12 Monaten. Und jetzt kommen wir zu dieser Beziehung, die ich am Anfang erwähnt habe. Was vielleicht oder vielleicht auch nicht ein Teil war, dass ich so lange beschwerdenfrei war. Gut, auf der Psychiatrie, klar, das macht man nicht, weil das heißt, es sind ja nur Lückenbüßer, aber nachdem die eine Freundin während des Aufenthalts die so schlechte Beziehung, was ich erwähnt hatte, nicht mehr da war, war schon wenige Tage danach die eine Beziehung, mit der ich jetzt, wovon ich jetzt rede. Natürlich hat es nicht gleich geklappt, musste man ein bisschen baggern. Es war eine 42-jährige Frau mit einem 16-jährigen Sohn, eine wunderschöne, schlanke Dame. Heißt nicht, dass ich nur auf schlank stehe, aber schlank glaubt man schon. Also, wie sich's ergibt, das ist, muss nicht immer perfekt sein. Mit 16-jährigen Sohn und so, der ich angebracht habe, gesagt, das geht ja nicht, weil ich war damals 25, ich bin ja viel zu jung. Was würden die Leute denken? Auf jeden Fall, im Endeffekt wurde es ganz kurz eine Beziehung, so für 2 Wochen, und dann war es nur noch eine ausgemachte Sexbeziehung. Also wir haben nicht nebenbei mit anderen rumgemacht und dann Krankheiten verteilt. Nein, nein, es war schon nur zwischen uns zwei. Aber wenn wer was findet, informiert er den anderen und Ding. Auf jeden Fall ist es super gelaufen. Wirklich fast ein Jahr lang. Und das erste Mal, wieso wir dann die Beziehung geändert haben in den anderen Status. Es war von vornherein ausgemacht, ich bin kein Lästiger. Also wenn man sich trennt, dann trennt man sich. Und ich tue dann nicht 100 Mal anrufen oder 100 SMS schreiben, weil wenn sie sagt nein, dann ist das nein, ja? Und beim ersten Mal eben hat sie gesagt, so, sie kann nicht mehr,
sie wünscht mir ein schönes Leben und Ding passt. Nach ein paar Wochen hat sie sich wieder gemeldet, wo wir dann diese Sexualbeziehung begonnen haben. Hey, fünfmal am Tag, 8 Stunden, dann muss ich. Das macht man nichts anderes, ich meine. Das ist eh das Schönste, oder? Da war ich auch noch ein bisschen fitter. Aber ich krieg das auch noch hin, glaube ich. Ja, was ich hier für Scheiße laber, oder Leute? Oh, bitte, jetzt klopfen sich die 10 Leute auf die Stirn. Schon ganz roten Fleck wahrscheinlich, wenn du meine Videos schaust. Ja, sind wir wieder zusammen. Der Grund, wieso sich das getrennt hat, war, weil ihre Mutter sie enterben wollte, weil so eine Beziehung geht ja gar nicht und was würden die Leute denken und bla bla bla. Und die hat sich so davon beeindrucken lassen. Ganz ehrlich, wenn ich eine Partnerin wähle und die liebe, dann geht sie über alle anderen. Ich frage dann immer so, was ich fragen würde, wenn so einer sagt, er liebt seinen Partner so abgöttisch, sage ich, wenn er deine Familie hassen würde und dir sagt, wir besuchen die nie wieder, würdest du mit ihm zusammenbleiben? Wenn eine Antwort nein ist, sage ich, dann liebst du ihn mir nicht. Dann magst du ihn, aber das ist keine Liebe. Wenn ich sage, ja, er hat was gegen deine Haustiere, würdest du deine Haustiere hergeben, wenn er das verlangt? Wenn sie dann sagt nein, sage ich, dann liebst du ihn nicht. Jetzt werden urviele aufschreien so, wie kann er das nur sagen? Und natürlich liebe ich ihn, aber ich liebe meine Familie auch. Ja, das ist so ein bisschen meine Meinung, die ändert sich auch ab und zu. Und vielleicht klingt das ein bisschen härter, als ich es meine. Man findet ja einen Kompromiss, zum Beispiel, ja, geh zu deiner Familie ruhig am Wochenende, aber ich gehe nicht mit. Geht ja auch, oder? Von ein paar meiner Freundinnen, mit denen ich jahrelang zusammen war, habe ich nie ein Familienmitglied gesehen, weil ich bin nicht so der Familienmensch. Wenn ich in Wien bin, die Mama wohnt nicht weit, so telefonieren wir alle paar Monate mal so, wie geht's dir? Ja gut, was ist denn schon wieder? Ja, ich bin so ein Typ. Aber meine Familie mag mich und ich mag meine Familie, das ist nicht so. Ja, hier beim Vater bin ich ja zur Zeit, aber auch wenn es mir gut geht und ich in Wien bin, dann ist da monatelang kein Kontakt. Weil nicht notwendig ist, wir brauchen kein, hey, wie geht's dir, was machst du gerade so? Nee, angerufen wird, wenn irgendwas ist, wenn man was braucht. Oder was geben will oder mal zu Besuch kommen will, aber so einfach zum Plaudern. Bin nicht der Typ dafür. Machst mit deiner Freundin okay oder sowas. Oder mit dem Kumpel oder mit der Familie. Weiß nicht. Die hast du eh dein Leben lang. Bis sie stirbt, okay, dann sind sie tot, ist auch. Ja. Ist halt so. Boah, ich glaube, die Hälfte hasst mich gerade irrsinnig. Ist ja nicht so schlimm. Glaubt mir, ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl. Das klingt nur so jetzt so. Ohne dass man darüber ein Zwiegespräch führen kann, ein bisschen komisch. Ich meine das nicht so hart, ich vertrage mich eigentlich mit allen. Aus der Familie. Ja? Alle Menschen nicht. Okay. Auf jeden Fall, deswegen hat sie die Beziehung beendet. Wurde dann eine Sexbeziehung draus. Ich hätte natürlich, ich war immer offen für mehr. Aber habt ihr den Freiraum gelassen, wie es auch ausgemacht war. Am Anfang haben wir noch gemeinsam mit ihrem Sohn was unternommen und so, den 16-Jährigen. Der war eigentlich voll begeistert von mir, hat sie mir erzählt und ich hatte auch den Eindruck, dass es ganz gut gelaufen ist. Obwohl ich mir schwer getan habe, ich bin natürlich, wenn kein Sohn ins Spiel ist, ist natürlich leichter. Ich will auch nicht unbedingt Kinder, aber ich sag mal, man weiß nie, was sich ergibt. Vielleicht kommt es noch, muss es nicht sein. Ja, der wurde dann aber auch von der von ihrer Mutter aufgestachelt. Plötzlich hasste er mich, aber das war auch richtig. Gut, war wurscht, die Beziehung ist trotzdem weitergegangen, als ich sie halt immer zu Besuch kommen oder so. Ohne Sohn. Katze, wenn du jetzt da hinten ein Kabel rausziehst. Gerade mit der Maus geklickt. Ja, irgendwie hat mich das erfüllt. Natürlich, es hat das gefehlt. Ich wollte schon mehr, aber es hat auch gereicht, weil der Spaß war ja trotzdem da. Und nach dann nochmal, sie möchte nicht mehr, sie möchte mir meinen Freiraum lassen, damit ich mir eine echte Beziehung suche. Ich gesagt, daran bin ich gerade nicht interessiert. Aber wenn sie meint, sie kann ja gehen, dann war wieder so eine Monat Funkstille, hat sie sich wieder gemeldet. Ja,
Dann in der Zeit begann ich die Medikamente zu reduzieren. Und irgendwann hat es wieder begonnen mit Panikattacken. Also er war eher mehr Angstzustände, aber auch ein paar Panikattacken dabei. Und bevor es dann zu schlimm wurde, habe ich gesagt, so nach einem Jahr, ich gehe wieder auf Psychiatrie und schaue, dass ich mich schnell abfangen lasse, bevor es zu schlimm wird. Und ja, habe mich dort angemeldet, bin dann aufgenommen worden nach ein paar Wochen. War ja keine Akutaufnahme. Und auf jeden Fall dann, was die Beziehung angeht, gibt es plötzlich, sie bringt mich hin, sie sagt, ja, ich führe dich ins Spital, so, ich brauche nicht, ich kann eh selber fahren. Notfalls rufe ich die Rettung, wenn es nicht geht. Ah, sie führt mich hin und super und alles toll und so. Und dann ist was passiert, was sicher viele Leute kennen, dieses, ich liebe dich und 10 Minuten später, weg. Weil dieses, ich liebe dich nur noch gelogen ist. Ja, auf jeden Fall, es passt, Ding so. Ja, 2 Tage später schreibe ich es an, wie es so geht, kommt nichts zurück. Eine Woche später schreibe ich nur, weil es ungewöhnlich war. Weil normal hat sie mir gesagt, sie möchte es jetzt beenden und tschüss. Diesmal hat sie nichts gesagt, darum habe ich dann nach der Woche nochmal geschrieben, so, ob eh nichts passiert ist. Ich mache mir Sorgen, muss der kann ins Spital liegen oder was. Kommt nichts zurück. Einmal gesagt, na, lass mal wieder, weil ich habe gesagt, ich tue sie nicht nerven. Nach einem Monat habe ich dann nochmal geschrieben. So, immer nur so, hey, wie geht's? Alles okay? Mehr stand nicht drin in der SMS. Kommt zurück, checkst du nicht, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Mehr stand nicht in dieser Nachricht. Gut, damit war das Ganze beendet und erledigt. Ich hätte zwar schon gern gewusst, was jetzt passiert ist, weil man muss ja aus Fehlern lernen, aber ich sah da, ich bin sehr selbstreflektierend und sage nicht, ich habe keine Fehler gemacht, da habe ich sicher genug und bin mir auch mancher bewusst, aber diese Reaktion war ungewöhnlich. Also das war ganz, ganz komisch. Das habe ich nicht verstanden. Aufklärung hätte mir gefallen, habe ich nie bekommen. Ich hoffe, ich habe keine, nichts Schlimmes gemacht, also irgendwas angetan. Was weiß ich. Habe mir nichts angetan, ja. Aber ja. War's. Gut. Schade. Hat mich nämlich gut getan anscheinend, weil ich war ja so lange symptomfrei. Und vielleicht oder auch nicht, hat das mit dieser Beziehung zu tun gehabt. Weil ich immer gesagt, so, also bei mir ist das Alter sowas von wurscht passen muss, ob die jetzt 18 ist. Oder ob die 45 ist, ist mir eigentlich wurscht. Da mache ich sogar fixe Beziehungen draus, ja. Wenn sie da schon in einem gewissen Alter, vielleicht ist irgendwann zu alt, aber wo die Liebe hinfällt, oder? Oder wo der Spaß hinfällt, je nachdem, was man macht. Ja. Psychiatrieaufenthalt Nummer 2. Dieser hat sich wieder über 16 Wochen gezogen. Wieso? Ich wollte sozusagen die Situation nachstellen, die ich schon mal hatte, weil mir ging es so irrsinnig gut am Ende und nach in der Mitte des Psychiatrieaufenthalts bis ein Jahr später. Super Leute kennengelernt, super Spaß immer gehabt. Dort durfte man noch damals, da gab es so einen Raucherkurbel mit Abzug mitten auf der Station, ja. Das war einfach nice und dadurch sind die Leute zusammengekommen. Jetzt dadurch, dass überall das Rauchen verboten wird, kommen die Leute nicht mehr zusammen. Ich verstehe nicht Raucherschutz, das ist gut, weil wie kommt einer dazu, der nicht raucht, beraucht zu werden? Aber es sollte natürlich Raucher und Nichtraucherbereiche gehen oder Restaurants und Bars sollten sich selber aussuchen dürfen, was sie sind. Und um das Nichtraucher attraktiver zu machen, kriegen halt die Nichtraucherbars und Lokale ein bisschen Steuerzucker, ne? Kann man doch so einfach machen, aber generell verbieten finde ich der absolute. Ja, das ist schon fast Faschismus, oder? Also soll man alles diktieren lassen? Was darf ich sagen? Was darf ich? Darf ich mich noch bewegen? Darf ich zwinkern? Oder ist das auch verboten bald? Ah, Wahnsinn. Aber gut, das ist ein anderes Thema und das rennt sicher dann heiß und dann streiten die Leute drum, will ich das jetzt gar nicht so weiter ausführen. Also das war bei den ersten Aufenthalten, diesen Raucherkurbel und das immer auch um 3 in der Früh, wenn man aus dem Bett einmal raus, einmal eine geraucht hat, hat sich die Schwester nicht zurück reingeschickt. In der Therapiestation ist das anders, da waren die Regeln viel strenger, aber das war
Die Akutstation war auch Entzug von Alkohol und. Da war gemischt und schwangere Frauen oder Frauen kurz nach der Geburt samt dem Kind dort. Wegen dieser Depressionen, die da, pränatale Depressionen, keine Ahnung, wie das heißt, jetzt auf die Schnelle. Die haben sich dort helfen lassen, sagen wir so. War auch super nett, alles super nett, wirklich. Obwohl ich nicht so der Kindermensch bin, hat mich das jetzt nicht so gestört, weil die waren eher ziemlich ruhig und angenehm. Oder auch mal eins berührt. Ja, das klingt jetzt zu komisch, aber auch mal eins berührt, Kind hochheben. Nein, nein, das fällt mal runter, bist du wahnsinnig, zu machen nicht. Gibt so kein Kind in die Hand. Nee, nee, nee. Mach ihn noch kaputt, versehentlich. Ja, auf jeden Fall, bei diesem Aufenthalt war es dann auf der Akutstation zwar auch nette Leute, auch ein paar gute kennengelernt, aber es kam nicht dasselbe Feeling auf wie beim ersten Mal. Klingt jetzt komisch, wir sind auf einer Psychiatrie, ich rede von Feeling oder sowas. Aber Leute, das gehört dazu, zu behaupten, man sitzt nur dort. Ich meine, es sitzen manche Leute dort und sind rund um die Uhr depressiv, die tun mir urleid. Aber eigentlich ist ja genau das dort, dass du dort entspannen kannst, dass du aus dir rauskommen kannst. Und das ist dann auch ein bisschen schade, dass du dich dann manchmal, damit du nicht sofort wieder entlassen wirst, ein bisschen kränker stellen musst, als du bist, weil, ich meine, wenn es so draußen so schlecht geht, dass du nicht überleben kannst und du gehst rein und dadurch, dass ein Arzt in der Nähe ist und da fühlst du dich 100 Mal wohler und sie sagen, da geht's dir ja gut, haust dich wieder raus. Ich meine, was hat denn das draußen mit drinnen zu tun? Ja, da müssen wir schon ein bisschen nachdenken und schauen, aber naja, kein Geld, Kasse. Manche Ärzte sind gut, manche sind miserabel, manche haben echt den falschen Job. Aber es sind alle persönliche Eindrücke, weißt du. Es war trotzdem auf jeden Fall immer gut, diese Psychiatrieaufenthalte haben mir immer weitergeholfen, auch wenn es mal mehr, mal weniger waren. Ja, da habe ich mich wieder für die Therapiestation angemeldet. Habe es geschafft, dass sie mich zwischendurch nicht entlassen. Also wegen die 2 Wochen haben sie mich dann dort behalten. Ich wollte das durchgehend machen und bin dann auf die Therapiestation gewechselt. Dann nochmal diesen Therapieturnus, den 8-wöchigen Angstturnus durchgemacht. Ja, und dann bin ich dann eben wieder raus. Wieder zum Arbeiten angefangen, gleich instant. Und ab da zieht sich das eigentlich ohne, dass es jemals ganz weg war durchs Leben. Ab dann hatte ich schon regelmäßige Angstzustände, aber ich konnte damit umgehen. Vor allem auch durch Skills-Training sehr viel gelernt. Da mache ich vielleicht mal ein extra Video dazu, wie ich mich ablenken kann, sozusagen jetzt primitiv ausgedrückt, damit die Panik nicht so hoch wird oder um den Stresslevel generell zu senken. Und so konnte ich damit umgehen. Dann kamen auch die ersten Weiße, ja, schon wieder, und jetzt wird es nicht bessern. Dings, dann kamen auch die ersten Frust, ein bisschen mehr Alkohol und Depressionen ins Spiel. Mittelgradig, also das steht, will nicht aufstehen, bleib 24 Stunden im Bett liegen, hab dann Rückenschmerzen vom vielen Liegen. Das summiert sich dann. Und wenn du dann noch Alkohol trinkst, dann geht es dir noch schlechter, vor allem am nächsten Tag. Da rede ich jetzt nicht vom Standard, mir ist schlecht oder ich habe Kopfweh, also Hangover oder so, sondern geht es dir auch, wenn du psychisch was hast, psychisch generell schlechter. Die Welt ist einfach schlechter, schaut schrecklicher aus. Die Sonne ist nicht so hell, wie sie normalerweise ist. Du stehst draußen, die Sonne scheint. Das ist nicht nur nach dem Alkohol, ich rede jetzt Depression bei mir persönlich. Es ist einfach nicht hell genug. Du würdest draußen bei strahlendem Sonnenschein noch die Sonne einstellen. Das Licht irgendwie einschalten, weil es ist einfach zu dunkel, zu deprimierend. Ja, dann denkst du, da habe ich schon drüber nachgedacht, das muss mit der generalisierten Angst zu tun haben, ob ich dem Gras wehtue, wenn ich übers Gras gehe. Da war ich dann so richtig sensibel, so, ah, und die Schmerzen auf der Welt und oh, bist du dämmert. Bin ich normal nicht so ein. Ich benutze jetzt das Wort Weichei, nehmt es mal nicht übel. Ich meine das nicht so böse. Bin normal nicht so ein Weichei. Aber das war da, also ist Gott sei Dank wieder besser geworden. Das mit diesen ganz schlimmen Zuständen war wieder in der Phase, wo wir versucht haben, die Medikamente abzusetzen. Momentan geht es wohl nicht ohne. Ja, und so zieht sich's dann.
dahin mit insgesamt nochmal zwei Psychiatrieaufenthalten, nochmal zwei Reha-Aufenthalte bis zum heutigen Tag. Ich werde jetzt trotzdem noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ich will es jetzt nochmal kurz anschneiden. Die Länge, was weiß ich. Ja. Gut, in der Zeit nach der Psychiatrie, da haben sie mir gleich gesagt, gehen Sie auf Reha. Ich überlege gerade, ob ich den Namen der Reha sagen soll, aber ich will nicht nur positiv darüber berichten. Aber sagen wir es so, ich hoffe, das ist rechtlich dann in Ordnung. Mein nachfolgender Bericht bezieht sich nur auf mich, auf wie ich es empfunden habe, wie ich mich dabei gefühlt habe und wie ich die Sache gesehen habe. Natürlich kommt das dann auf meine Stimmung an und auch auf, wie es mir gegangen ist zu der Zeit, wie ich die Situation bewertet habe. Das heißt nicht, das ist Fakt und dort ist scheiße oder dort ist toll, da müsst ihr euch die eigene Meinung bilden. War ich auf Reha ein bisschen später, Tagesklinik Leopoldau, Wien. Teilweise gut, teilweise wirklich unnötig deppert. Ja. Für mich fand ich eigene persönliche Meinung. Sowieso. So war Tagesklinik, hinfahren, wegfahren. Das hat mich genervt, aber es ist ja gut, weil mal, für mich war es nicht notwendig, aber dass man halt lernt, das Aufstehen, hinfahren, falls man wieder arbeiten geht. Ich habe ja eine Arbeit gehabt, ich war nur im Krankenstand. Ich mache Nachtdienste, Wochenenddienste, ja, mache so gehirsen, nicht gern Nachtdienste. Ja, wie ist das Ganze abgelaufen? Also jetzt muss ich aus der Erinnerung greifen und da stimmt dann auch nicht alles. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich sag mal so, einmal die Woche Einzeltherapie circa, ein, zwei so Gruppentherapien die Woche, vielleicht waren es mehr, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und der Rest bestand zum Beispiel aus so 3 Stunden am Stück Ergotherapie. Mir hat dann sogar, den Namen sage ich nicht, ein Ergotherapeut oder Therapeutin gesagt, naja, das ist klar, das ist das Billigste für die Kasse, darum kriegt ihr davon so viel. Das ist die Bastelstunde Ergotherapie. Ich mag Ergotherapie, also viele hassen es, aber sie haben halt so viel eingebaut, weil es billig ist. Ja, dann hatten sie so für die Wartezeiten einen Sofa-Schlafraum. Irrsinnig geile Idee. Ah, der war immer bummvoll. Also. Bis der nie dazu kommt, dich wohin zu legen. Und dann, was für mich das Hauptproblem war, neben den ganzen Spaziergeherei. Ich hätte gern mehr Psychotherapie gehabt, aber das ist leider überall so, dass das am wenigsten vorhanden ist. Obwohl die eh nichts verdienen, ja? Die kriegen ihr Gehalt von 2000 Euro oder was und trotzdem kostet der Kasse Tausende von Euros. Denken wir, wo geht die Kohle hin? Weil es nämlich ein Krankenbett, also das weiß ich, aus nachgefragt und weil ich ja dort arbeite. Die ganz genauen Eurozahlen stimmen vielleicht nicht, aber sagen wir so, ein Standardaufenthalt kostet die Kasse 800 Euro pro Tag. Wo kostet das 800 Euro? Nur weil das Gebäude mal gebaut worden sind. Sorry, das Hotel hat sein Gebäude auch bauen müssen und verlangt keine 800 Euro am Tag. Vor allem, wenn du nur eine Psychotherapiestunde die Woche hast, ja, wenn wir jetzt AKH-Aufenthalt rechnen. Und das noch von Studenten, also die EKG wird kriegen. Also, hä? Und die Medikamente kriege ich draußen auch und ich habe nachgeschaut, wie viel die ohne Rezept kosten. Nicht so viel. Ja? Das und so 800 Euro, das sind die billigsten Betten, dann kommt so bis 1000 Euro und so 11, 12, 13.000 sind dann Intensivaufenthalte. Gut, da ist viel Gerätschaft dabei und Medikamente. Das kostet die Kasse pro Tag. Alter, ich war jetzt zweimal 16 Wochen. Gebt mir die Kohle und ich bin gesund. Weil da hole ich mir einen 24-Stunden-Therapeuten oder einen 12-Stunden-Therapeuten, der rund um die Uhr hinter mir her ist. Da hole ich mir einen, der mein Training und mein Essen überwacht, der mir was zum Essen macht, Dings, Dings, Dings. Und bin ich vielleicht gesund, weil das jetzt leicht gesagt, hätte ich das Geld, wäre ich gesund. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht, ja. Sage ich, ja, so viel Kohle, Leute, dafür, dass ich, sorry, aber manchmal wirklich tagelang. Du stehst auf, du hast was essen, legst du nieder, stehst auf, du hast was essen, legst du nieder, gehst in den Hof, du rauchen, redst mit den Leuten.
weil ja keine Arztzeit hat, sind immer alle beschäftigt, ne, sind auch unterbesetzt. Leider, Leute, sind immer unterbesetzt. Wir müssen ja am Krankensystem sparen. Wie dämlich ist das denn? Kurz bei, sorry, Kunst. Ja, Kunst ist cool, aber nicht notwendig. Tut's durchsporen, aber nicht beim Krankensystem. Sorry an alle Kunstdingsis. Aber manchmal denke ich es mir echt, da spuckt einer auf eine Leinwand und wird dann gefördert oder da macht wer eine Porno-Ausstellung und kriegt Steuergelder dafür. Und dafür, dass dort, aber ich rede jetzt nicht von irgendwas Massentauglichen, sondern dass da haben sie sogar in der Zeitung berichtet, ja, das Ganze hatte in die 3 Tage, wo es gelaufen ist, pro Tag ungefähr 30 Besucher. Ja, okay, da gehen 1.000 Euro für Steuergelder drauf, viele 1.000 Euro. Dafür, dass 90 Leute davon, von 8 Millionen Steuerzahlern, 90 Leute. Ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Solche Themen will ich eigentlich normal nicht anschneiden. Jetzt habe ich es angeschnitten. Bitte geht's nicht gleich an die Decke. Oder fangt zum Streiten deswegen an. Das sind jetzt nur so ungefähr im Moment Aufnahmen, Gedanken dazu. Aber man müsste sich das schon, wenn man da wirklich sagt, ja, da muss man was gegen tun oder man wählt eine andere Partei, weil man will das ändern, muss man sich schon vorher informieren, ja. Was stimmt davon jetzt? Was ist Fakt? Was ist Fiktion, ja? Das müsste das Ding, ich meine, Leute wählen eine Partei wegen einem Plakatspruch. Ja, wisst ihr, Parteien haben ein Wahlprogramm. Das ist meistens so ein fettes Heft. Vor einer Wahl gibt es da 4, 5, je nachdem wie viele Parteien in eurem Land sind, Hefte zu lesen, bevor ihr überhaupt mal sagt, okay, jetzt will ich das. Ich bin angefressen als Ausländer, darum wähle ich die AfD oder die FPÖ. In Österreich zum Beispiel FPÖ. Wobei die, glaube ich, nicht ganz so schlimm ist wie die AfD, aber haut's mir deswegen jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe schon Ahnung, aber ich will dazu jetzt nicht so viel sagen. Das ist kein Grund, eine Partei zu wählen. Man muss da alles passen. Man muss da schauen, wieso wähle ich die Partei. Ja? Und so weiter. Also weg von der Politik. Kommen wir wieder in Streitthemen. Aufenthalt. Ja gut, der Aufenthalt war dann so durchwachsen, war nett. Aus irgendeinem Grund, weil ich deswegen Alkohol erwähnt habe, hatte ich tägliche Alkoholkontrollen. Einmal war ich mit 0,1 positiv, ansonsten immer 0,0. Da habe ich am Vortag am Abend doch mal ein bisschen was getrunken. Soll man nicht tun, es hilft auch nicht, es macht es schlimmer. Aber ich bin kein perfekter Mensch, bei weitem nicht. Wahrscheinlich ein sehr kaputter Mensch eher, ja. Sehr, sehr kaputt. Kaputt. Ja, ansonsten eben neben dieser paar Psychotherapien, die ich toll fand, war das eben viel Ergotherapie, was ich auch ganz gern mag, aber ich finde, mich in diesem nicht so viel weiterbringt, obwohl ich sehr gern, also ich brauche zur Ablenkung zwischendurch, ist super. Dann waren noch so freiwilligen Gruppen, du musstest mindestens eine wählen, das war zum Beispiel kreatives Schreiben, Mandala ausmalen oder freies Zeichnen. Und solche Gruppen waren das, ja. Oder Lesen, Buchgruppe, ja. Da saß dann einer, ich weiß nicht mal, ob die überhaupt Geld gekriegt haben oder ob das nur Studenten waren, so. Na, schreibt's mal eine Zeile und dann lest sie vor. Ja, passt, Stunde beendet, morgen wieder. Und weißt du, was das Problem war? Das Hauptprogramm war um 12 zu Ende, dann gab's ein damals ungenießbare Mittagessen, wie kann man so eine Firma anstellen, das war grauenhaft. Und ich bin in Schock. AKH-Kantine, super. Viele Motzen, ich finde es super. Auch andere Spitalskantinen, super Essen. Oder zumindest gutes Essen, aber das war grauenhaft. Noch nie sowas Verbocktes gesehen, oh ja, damals in der Schulzeit, da war schlimm. Echt schlimm. Sie haben eh gesagt, sie wechseln den Anbieter, aber das war nicht genießbar. Wurscht. Was essen? Persönliche Meinung? Vielleicht hat es ihm geschmeckt, aber ich habe da ja nicht sehr viel Positives gehört. Aber darum geht es nicht. Es geht ja bei der Therapie nicht ums Essen. Also sorry Leute, wir wollen ja gesund werden. Ne? Im Schädel. Ja gut, dann war es so um Essen. Um 12:30 war dann Essen. Und ja, dann so, ja, die Schreibgruppe
Ich zum Beispiel in der Schreibgruppe, die anderen weiß ich eben nicht, ist um 3. Wir wohnen 1,5 Stunden von dort entfernt. Also, was soll ich jetzt machen? Wir gehen Sie im Sofaraum. Na, der ist ja voll. Setzen Sie sich wohin? Alle Bänke sind voll, da gibt es nicht mehr einen Sitzplatz. Da kannst du in der Kantine sitzen auf die harten Holzstühle, 3,5 Stunden lang, oder was? Und darum habe ich die Gruppe dann, sollte man nicht tun, ab und zu geschwänzt. Dann sind die beinhart hergekommen und haben gesagt, ja, wenn Sie die Gruppe nicht besuchen, wird die Krankenkasse aussteigen und Sie müssen den gesamten Aufenthalt zahlen. Also war gefragt, ob Sie ein bisschen deppert sind, Sie haben mich nicht 3,5 Stunden da warten lassen, dreimal die Woche, nichts in der Gegend, nichts zu tun und ich meine, ja, wenn du Geld hast, kannst du ins Wirtshaus gehen und keine Ahnung, und frisst wieder und wirst blader oder... Echt nichts zu tun und natürlich auch noch so später Herbst, so eher Winter, so kalt, eklig, kannst echt nichts tun. Haben echt erwartet, dass ich wegen einer Dreiviertelstunde eine Zeile schreiben und vorlesen, einfach was einem gerade so ins Gedächtnis kommt. Das kreative Schreiben ist sicher eine nette Idee und kann einigen Leuten sicher weiterhelfen, aber so wie die das aufgezogen haben. Nein, 3,5 Stunden warten. Boah, ich habe mit denen gestritten. Ich habe gesagt, ja, wisst ihr was, Alter, ich werd mich da beschweren gehen, wenn sie da Dings. Und dann konnte ich einen Kompromiss finden mit denen. Also, alles in allem, die Therapeuten und die Ärzte waren nett, in Ordnung. Alles passt. Therapieprogramm war mir eindeutig zu wenig, also persönlich, also Einzeltherapie und Gruppentherapiegespräch. Ich stehe auf Gesprächstherapien. Andere nicht, ich schon. War mir einfach zu wenig, aber das kann man denen nicht unbedingt vorhalten, weil es kommt ja auch darauf an, was die Kasse zahlt. Das mit der Schreibgruppe kann ich Ihnen sehr wohl vorhalten, also wir müssen die Stunden vollkriegen, damit wir das komplette Geld von der Kasse kriegen. Und machen wir irgendwas. Scheißegal, ob es den Leuten hilft. Ich meine, mir geht es dadurch schlechter, dass ich 3,5 Stunden. Dadurch geht es in die falsche Richtung bei mir. Ja, das ist egal, ist von der Kasse vorgeschrieben. Ich weiß, dass man nicht für jeden ein individuelles Programm kreieren kann, aber wenn mich ein Aufenthalt kränker macht als gesünder. Hallo? Okay. Egal. War so. Alles in allem, Leopold auch, netter Haufen. Manchen, vielleicht ist das für manche was, vielleicht, das war vor Jahren. Vielleicht ist das noch viel besser jetzt oder super. Ich war echt unzufrieden mit dem Aufenthalt, muss ich sagen. Ja, danach wieder arbeiten, Leben wieder durchwachsen. Mal hin, mal her, rüber. Kreis und doch, was weiß ich. So, jetzt ist mir auch ein bisschen die Lust zum Reden vergangen. Keine Sorge, Leute, mir geht's gut, aber ich habe auch so viel erzählt jetzt. Bitte vergesst nicht eigene Meinung, persönliche Meinung. Es hängt auch immer darauf, wie man sich gerade fühlt, auf das, was da rauskommt. Falls etwas, was ich erwähnt habe, böse klingt oder irgendwie, ich akzeptiere alles, was andere denken, machen oder fühlen oder fremde Meinungen. Und ne, setzt das nicht als Angriff, ja. Das war einfach mal so dahergeplappert. Nehmt es nicht zu ernst. Nehmt das Leben nicht zu ernst, weil sonst geht's euch mies. Wenn man sich ärgert, geht's einem nur selber mies. Andere ärgert's nicht, ja. Hey, da schaut ein Katzenkopf rein. Oh, so weg. Na gut, die Vase juckt sie, setz dich da auch nicht, kratz mich. Weiß nicht wieso. Das hat die Riesennase noch. Ah, aber wenigstens blaue Augen. Ja, super, ne? Roter Bart. Ja. In der Regel haben die Wikinger rote Bärte. Wer den Witz versteht, schlägt mich. Passt. Na dann, wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut euch die anderen Videos an. Würde mich super freuen, wenn es mir ein Abo da lässt. Werde das hier unten, da, irgendwo einblenden. So. Ansonsten steht es sowieso da unten. Abo, Beschreibung lesen. Bibabo. Zicke-zacke zu. Schaut euch die Videos am besten alle und komplett an, damit ihr ein bisschen einen Eindruck habt, damit ihr nicht so viele Sachen falsch versteht, weil euch ein bisschen Information fehlt.
Ich werde einfach so weitermachen, jetzt wie bisher. Nächstes Video dann wieder schauen. Wird nicht lang dauern, ein paar Tage, bis das nächste Video da ist. Vielleicht sogar nur ein Tag. Bleibt dran, schaut regelmäßig rein. Heute werde ich auf jeden Fall, also heute, wann ihr das Video schaut. Das Fitnessvideo kommt hoch, also das Abnehmvideo, bitte anschauen. Am besten vor diesem. Und dann, ja, wird es weitergehen. Momentan werde ich jetzt wahrscheinlich keine speziellen Themenwünsche bearbeiten. Dennoch, wenn was ist, schreibt es in die Kommentare. Denkst, wie gesagt, das ist alles persönliche Meinung und Dings und auch meine Meinung kann sich ändern. Seid nicht so streng mit mir. Themenwünsche könnt ihr in die Kommentare hinterlassen, ob ich sie behandle oder nicht. Das muss ich selbst entscheiden. Wie es mir geht, wie ich mich fühle, ja, diese Videos nehme ich einfach irgendwann auf, wann es mich gerade reizt, die aufzunehmen oder wann ich gerade Zeit habe und Ruhe. Und dementsprechend werden dann die Videos mal besser, mal schlechter, mal bin ich müde, mal bin ich munter, mal bin ich überdreht, mal bin ich etwas schlechter gelaunt und meine Ansichten dann auch etwas mieser. Also müsst ihr mal beachten, es hängt darauf an, wie der Mensch drauf ist, was er sagt. Darf das nicht jeden Menschen immer gleich übel nehmen, nur weil er mal einen blöden Kommentar reißt oder so. Ihr kennt das eh von euch selber. Schaut in euch rein, spiegelt selber. Gut, wir sehen uns. Na dann, Leute. Pfiat euch aus Österreich, aus Wien. Na, jetzt gerade in Niederösterreich. Meldet euch bei mir. Mir ist langweilig. Tschüssen.